Tja, da sind wir wieder. Und ja, wir nähern uns langsam der in letzten beiden Runden. Das hier ist, was denke ich, glaube ich, jedenfalls die vorletzte. Und das sind auch die Runden, wo ich am wenigsten weiß. Ja, das wollte ich nur mal gesagt haben. Nicht, dass... Das heißt, die Runden könnten vielleicht noch ein bisschen länger dauern als sonst, weil ich gar keinen Plan habe. Die habe ich echt nicht mehr lange gespielt. Und da würde ich sagen, starten wir. Die Helden hatten das große Ödland erreicht und eilten weiter zur Festung. Dort wurden sie gar freundlich empfangen. Ihr seid der Träger des Amuletts. Befehlt uns und wir werden gehorchen. Wir sind ein letzter Außenposten am Rande des großen Ödlandes. Gebt wohl Acht. Kerberos Truppen sind allgegenwärtig. Doch es gibt auch Hoffnung. Hier in der Ödnis gibt es zahlreiche von Kerberos Verstoßenen, deren Schicksal sie zu seinen Todfeinden werden ließ. Ihr mögt wohl in der Lage sein, diese tapferen Bewohner der vier Dörfer von eurer Sache zu überzeugen. Ja. Erinnert ihr euch noch, wo ich gesagt habe, desto mehr schon vorher aufgebaut ist, desto mehr könnte es schwieriger werden? Ja, da sieht doch einer sich mal an, wie viel jetzt hier schon rumsteht. Tja. Den schicke ich mal Verkundung und da geht das Spiel auch schon mal wieder los. Ja, erstmal Holzfällertrupp und ja, willkommen zurück zum Let's Play und zu einer neuen Blockaufnahme, sage ich jetzt mal. Dann sage ich erstmal Holzfäller los. Und hier stehen ja auch ein paar. Lass ich die auch noch fällen und dann mit dem erkunde ich die andere Seite. Aber gern. Ja. Ist in Ordnung. Gut, es ist eigentlich schlecht, dass ich mich jetzt nicht hier dran erinnern kann, wo hier irgendwas war oder ist oder wie man das macht. Und dadurch ist das quasi so eine Art Blind. Oh, ein Steinbruch. Das ist doch praktisch. Nichts lieber als Ja. Kein Problem. Dann gehe ich einfach mal Themen ein, die nicht direkt das Spiel betreffen, und zwar vielleicht, was ich als nächstes Let's Playe. Ja, so. Lust ist noch nicht zu Ende, das zu machen, und da kann ich es auch ruhig mal weitermachen. Und ja, allerdings, ob ich den anderen Siedler folgen, also jetzt, Natürlich. also von Nebelreich, also die ganzen Erweiterungen mache, weiß ich noch nicht so recht. Ich würde auch gern mal was anderes machen, zum Beispiel, ja, der Empire war, wo ich das letzte Mal nachgeguckt hatte, auch ziemlich wenig Let's Played. Ich glaube, da waren Wird erledigt. drei deutsche Let's Plays und die waren alle abgebrochen. Und ja, ich denke mal, das könnte man vielleicht durchmachen. Auch wenn ich da nicht so gut bewandert Natürlich. bin wie hier in Siedler mit Einzelheiten und so. Natürlich. Weil das ist einer der Spiele, wo man zwar komischerweise eingeschränkt ist, aber schon wieder Wird erledigt. Haufen Möglichkeiten hat, vor allem von Textstellen her, die sich dann auch aufs spätere Spiel, jedenfalls auf die Partner, die man da dort hat, gibt zu wenig Betten in auswirken Es gibt kann. nicht genug zu essen. Ja. Ja, und was gibt's jetzt noch zu sagen?
Also Siedler bin ich halt noch nicht so sicher und ja. Mal sehen, was daraus wird. So, da ist jetzt ein Ausrufezeichen. Und das gefällt mir jetzt schon nicht. Ich erkunde erstmal mit meinen Helden vielleicht ein bisschen die Gegend. So, einfach mal so blind. Also ich weiß jetzt gar nicht, ob das jetzt auch wieder hier total sicherer Stützpunkt ist oder ob das dann sein kann, dass dann nach einer Zeit irgendwie Feinde kommen oder so. Überhaupt gar kein Plan. Hier weiß ich nur irgendwie, dass man, um eins der Dörfer zu überzeugen, irgendwie einen Bau regnen lassen muss, um einen Baum wieder zu beleben. Aber das ist jetzt so das Einzige, was von der Runde hängen geblieben ist. Mehr war da bis jetzt noch nicht. Leider. Wenn Gott es so will. Und ja. Ich habe irgendwie schon jetzt das Gefühl, dass diese Aufnahmeblock ein bisschen wortkarg geben sein wird, sein könnte. Weil ich habe irgendwie, weiß nicht so recht, was ich hier reden soll. Und das ist nicht gerade unbedingt gut, wenn man ein Let's Play macht, wo man nicht weiß, was man sagen soll. Und ich könnte jetzt auch genauso gut wahrscheinlich ins feindliche Lager reinrennen. Ja, mein Herr. Ich gebe mein Bestes. Ein Friedhof und noch ein Leibeigner. Ja, mein Herr. Irgendwie habe ich auch irgendwie das Gefühl, dass man hier Winter werden lassen muss, um zu allen Dörfern zu kommen. Und der Winter wird wahrscheinlich wie üblich Probleme mit sich bringen. Wie ihr wünscht. Eine verschüttete Schwefelkugel, das ist doch auch gut. So gut ich kann. Es gibt zu wenig Betten im Reich. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Ja. Das muss halt schon mal reichen. Alchemie. Natürlich. Ihr benötigt mehr Lehm. Lehm. Oh nein. Jetzt muss ich. Das war jetzt ein ziemlicher Fehler. Auch wenn die Ziegelhütte jetzt Lehm vermehrfacht, aber jetzt muss ich erstmal wieder da runter und abbauen. Toll. Ich sollte irgendwie mehr auf die Ressourcen achten. Ich bin irgendwie so gewöhnt, dass das so anfangsmäßig funktioniert, weil ich da irgendwie schon die automatischen Handgriffe dafür habe. Aber wenn man sich nicht so gut dran erinnert, ist das auch nicht so im Hinterkopf. Ja, gut, da unten ist erstmal, solange kein Winter ist, Sackgasse. Ja. Ob man hier hinkommt? Naja. Okay, vielleicht werde ich als nächstes doch den hier ansprechen und mal sehen, was der zu sagen hat. Ich hoffe, ich habe jetzt auch irgendwie ein bisschen was an der Soundeinstellung ein klein wenig verändert und hoffe, dass es jetzt besser ist, weil das war vielleicht nicht ganz so berauschend, sagen wir mal. Nee, Link. Schade. Tja. Lehm. Für fast alles braucht man Lehm und ich spare das jetzt erstmal an und rede erstmal. Okay. Also rede ich erstmal mit dem da. Ja, mein Herr. Ich tue mein Bestes. Und dann wollen wir mal sehen, was die wollen.
Komisch, für die Mauern haben die kein Bild gemacht. Naja. So. Dario, rede mal mit dem Leibeigenen. Ja, sie haben alle eingesperrt. Alle. Okay, das hat mir zwar nicht so weitergeholfen. Und die fragen ja auch überhaupt nicht, wen oder was oder warum, aber dafür steht ja hier schon der Nächste. Bitte, edle Herren, helft uns. Kerberos Truppen haben alle meine Kameraden gefangen genommen und verschleppt. Ich flehe euch an, zerstört diese Mauern und befreit sie. Ich werde den Feind auskundschaften. Ihr könnt mir folgen, sobald ihr eine große Streitmacht aufgestellt habt. Er will als einzelner Typ auskundschaften und wenn er so von den anderen kommt, ist das ja auch überhaupt nicht auffällig und so, ne? Ja. Es ist selbstverständlich. Freilich. Wenn ihr wollt. Ungesehen und ungestört. So, machen wir sie mal unsichtbar und... Natürlich. Gucken mal. Freilich. Na gut. Erstmal Haufen Türme ist ja immer gut. Freilich. Boah, nein, das gibt's ja nicht. Haufen Mauern und Türme, natürlich. Das ist ja schlimm. Ich muss jetzt auch ein bisschen auf Ari achten, weil das ist ja nur beschränkte Zeit unsichtbar. Freilich. Kanonenmanufaktur und Kanonengießerei und was nicht sonst noch alles. Nein! Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Ich stecke in Schwierigkeiten, helft mir! Ja, macht schon mal den Turm ein bisschen kaputt. Die Armen haben ja auch überhaupt gar keine Chance. Okay, aber ist schon mal gut zu wissen. Hier steht die Burg. Und ja, endlich nach ungefähr, wo das Let's Play fast vorbei ist, haben wir Aris Fähigkeiten zum zweiten Mal überhaupt mal richtig eingesetzt. Tarn, um das feindliche Lager zu beobachten. Tolle Aktion. Wie ihr wollt. Hoffentlich schicken die jetzt nicht schon Truppen oder so auf mich. Das wäre natürlich schlecht. Wenn Gott es so will. So, die müssen ja inzwischen genügend Lehm haben, um da unten die Lehmgrube zu bauen. Oder? Ja. Wie viel? Ja, das müsste hinkommen.